Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com und heute bin ich im Gespräch mit Annelie Eick. Annelie ist Imageberaterin und sie wird uns heute helfen im Rahmen von unserer Online-Trainingsreihe Das Geheimnis der Smart Webseite. Hallo Annelie, grüß dich. Hallo Shalia, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Wir haben gerade einige sehr lustige Erfahrungen gehabt mit unseren Videos. Und genau darum wird es heute gehen. Lass uns ein bisschen darüber reden, worum es geht. Und dann leite ich ein mit der ersten Frage. Bei diesem Online-Trainingsreihe, das Geheimnis der Smart Website, geht es um eine Sache, die mir sehr ans Herzen liegt. Nämlich, dass man nicht nur eine schöne Website hat, sondern dass man eine Website hat, die auch schlau ist. Und wenn ich über Smart Website rede, dann rede ich über eine Website, die anonyme Besucher hernimmt, diese in mir bekannten Interessenten wandelt und im Nachfolge in Kunden. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wozu haben wir sonst eine Website, wenn es uns nicht dabei unterstützt, um Kunden zu gewinnen? Und ein Element, das ich immer für sehr wichtig halte in der heutigen Zeit, ist Video. Weil wir durch Videos Emotionen rüberbringen. Wir zeigen, wer wir sind. Wir zeigen unsere Persönlichkeit. Wir triggern bei demjenigen, der unser Video sieht, entweder eine Sympathie oder eine, was ist das Gegenteil auf Deutsch von Sympathie? Antipathie. Eine Antipathie, eine Abneigung, was auch okay ist, dass man jemand entweder sich zu mir angezogen fühlt oder nicht. Und ich denke, du wirst mir recht geben in der heutigen Zeit. Ich meine, wir wissen ja, dass 80% aller Website-Traffic heutzutage durch Videos generiert wird. Leute würden viel lieber Videos schauen als Texte lesen und so weiter. Aber was wir haben, ist eine folgende Situation. Wir haben die Tatsache, dass viele Kleinunternehmer und Solounternehmer ihre Videos selbst machen. Gell? Wir auch, gell? Und das ist einerseits super gut, weil wir haben nicht diese hochgeleckte, irgendwie unnahbare Videos, die häufig in einem Profi-Studio gemacht werden, sondern wenn du die von zu Hause aus machst, dann hast du den Einblick in dein Homeoffice, wie bei mir oder bei dir. Man macht wieder, man zeigt sich normal und das ist auch verbindend. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Stolpersteine, die passieren können beim selbstgemachten Videos, die dazu führen, dass man vielleicht genau das Gegenteil bewirkt, was man bewirken möchte. Man macht sich zu schlecht und dadurch ist das Vertrauen vielleicht gebrochen. Das wollen wir vermeiden. Und daher reden wir darüber, was könnte man tun, was sind Erfolgsfaktoren für zielsichere Videos auf deiner Webseite? Und du bist insofern die Expertin dafür, über den Auftritt zu sprechen, als Imageberaterin. Und ich denke, wir steigen einfach nach dieser Einladung ein. Ja, sehr gerne, können wir gerne machen. Ich mache ja viele, viele Videos mittlerweile. Ja. War auch nicht immer so. Ist auch mühsam angelernt. Und ganz ehrlich, ich denke mir schon manchmal, man sieht das ja bei sehr erfolgreichen amerikanischen Coaches auch, die haben dann da ein ganzes Fernsehstudio mit Kameras und Stylisten. Und denke ich schon, wäre schon schön. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja das, was wir uns als Freiheit erhalten. Ich kann das hier zu Hause machen, ich kann das jederzeit machen und das ist mir ja auch sehr wichtig. Und klar, es gehört ein bisschen was dazu, deswegen ist es auch toll, dass wir da heute drüber sprechen. Ja. Aber es ist auch eine sehr, sehr spannende und schöne Sache. Also ohne Videos kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen. Nein, und ich bin auch unterwegs, ne? So in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, in den USA. Und ich möchte, dass ich mein Videostudio quasi, mein Laptop, mein Handy, was auch immer, mitnehme. Das heißt, selbst wenn ich die Stylisten und das Team hätte, die könnten wahrscheinlich gar nicht mit mir mithalten. Das sind Zirkuswagen dann dabei mit der ganzen Uhr. Mit dem Elefanten und allem drum und dran. Also, bevor wir allerdings in die Fragen einsteigen, vielleicht kurz, stellst du dich mal kurz vor, erzählst, wer du bist, was du machst und auch von deinem neuen Image-TV, was ich in letzter Zeit online gesehen habe. Ich schicke auch alle meine Kunden dorthin. Die fragen mich, wie soll ich mich schminken? Geh zu Annelie auf Image-TV. Ja, sehr, sehr gut. Ja, genau so ist es. Also ich bin schon
sehr lange Imageberaterin, mache das schon seit über 9 Jahren, aber durch die Geburt meines Sohnes jetzt vor allem oder eigentlich hauptsächlich jetzt auch online. Und so kam es natürlich auch, dass ich immer mehr mit Videos arbeite, weil meine Strategie, die ich entwickelt habe, ist so, dass es mir darum geht, die Unternehmerin als Fokus in den Mittelpunkt zu stellen und von ihr ausgehend dann wirklich ein Business zu gestalten, was wirklich Persönlichkeit hat. Also weg von anonymen Webseiten, weg von schlechten Videos, weg von Fotos, wo du denkst, um Gottes Willen, hättest du die lieber weggelassen. Und dazu gehört einfach, dass man sich selber erstmal gut kennt, weiß, was wirklich zu einem passt, was einem gut steht. Und daraus kann ich dann mit natürlich Beachtung, welche Wunschkunden habe ich denn, welche Botschaft möchte ich denn überhaupt mit meinem Thema in die Welt bringen, dann wirklich einen Auftritt gestalten, der ja unglaublich einzigartig ist, weil es ist niemand so wie du. Keiner kann auf deine Art und Weise sich zeigen und sein Business machen. Und wenn ich das eben auch optisch zeigen kann, das auf den ersten Blick zeigen kann, dann werde ich auch auf eine, ja, eigentlich auf komplette Art und Weise super konkurrenzlos. Weil das kann niemals kopiert werden. Und auch wenn jemand komplett meine Texte abschreibt und komplett das Gleiche macht wie ich, mache ich das trotzdem auf meine Art und Weise. Und dazu gehört es eben auch, dass ich mich viel, viel zeige, sehr persönlich auch zeige und aber auch weiß, was ich damit bewirke und wie ich wirke. Und das ist meine Arbeit mit meinen Kunden dann, ja. Schön, das ist eine schöne Arbeit. Ich habe neulich die Live-Coachings begonnen anzuschauen, die du in letzter Zeit gemacht hast. Und mein Verständnis war, dass dein Beweggrund war, die Live-Coachings zu machen, mit deinen Kunden zu zeigen, was du machst in deiner Arbeit, weil das ist die Imageberatung. Ich glaube, offline ist ein bisschen länger bekannt. Jemand geht mit dir, schaut dir die Farben an, geht mit dir Outfits kaufen, unter Umständen Personal Shopping. Im Online-Bereich ist das neu, dass diese Imageberatung sich überträgt auf dein Porträt auf deiner Website, auf deine Videos, auf deine Webinare-Look, all das ist ganz neu. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, ganz spezifisch in Bezug auf die Videos. Ja, Okay, genau. sehr gut. Also, ich habe gedacht, um diese Erfolgsfaktoren für stilsichere Videos für deine Website zu umkreisen, dass wir einfach ein paar Themenbereiche anschauen. Und das erste Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist einfach tatsächlich Outfit und Accessoires. Und Ja. ich bin einfach total naiv und unschuldig losgegangen mit meinen ersten Videos. Und manchmal, wenn ich zurückblicke auf die alten Videos, ich könnte mir echt an den Kopf fassen, ich habe irgendwie einen zu tiefen Ausschnitt oder ein Muster, was total flimmert am Bildschirm oder keine Ahnung, ein Schal an und es sieht so aus, hätte ich aber überhaupt keinen Nacken mehr oder sowas. Was ist wichtig bei der Auswahl des Outfits und der Accessoires für ein stilsicheres Video auf deiner Website? Ja, es ist wirklich spannend auf jeden Fall, dass alles, was vor der Kamera stattfindet, ein bisschen andere Regeln hat als das, was normalerweise so ist. Also ich finde das total süß, dass du sagst, das auch mit dem Schal und auch ich kenne das, mir ist das auch passiert, weil ich habe immer Schals getragen und ich trage die privat auch super gerne Ich auch. und ich rate das jedem Kunden, ja, weil das das Outfit einfach unglaublich schick macht und in dem Moment, wo du dich vor die Kamera setzt, geht's nicht mehr und Null, null. ja. Ja. Und das sind so ein paar Punkte. Das ist leider wirklich so. Vom Make-up über das Styling bis sonst wohin, dass die Kamera einfach ihre eigenen Regeln hat. Und es, ja, gibt einige Sachen, worauf man gucken sollte. Also einmal schaue ich halt immer, wenn ich vor die Kamera trete, dass das, was ich anziehe, mir auch wirklich steht. Ja? Also dass ich darin wirklich gut aussehe, weil es ist einfach so, ich zeige mich schließlich der ganzen Welt im besten Falle. Und ich weiß ja nie, wer mich sehen wird. Das ist ja auch so ein Ding, ja? Vielleicht sieht mich, erstens mal sehen mich die Kunden, das ist ja schon mal der erste wichtigste Punkt überhaupt, aber vielleicht sehen mich eben auch Kooperationspartner, Auftraggeber, wie auch immer, ich weiß es ja nicht. Und daher ist es mir einfach persönlich echt wichtig, mich von meiner allerbesten Seite zu zeigen. Und da würde ich nie einfach mal eben vor die Kamera schlappen und sagen, ich mache das Ding jetzt mal an. Ich habe das schon so oft gemacht. Ja, aber ich bereue das zurückblicken, weil die Dinge sind echt online. Der Content ist mir vielleicht echt gelungen. Was ich gesagt habe, hat gestimmt, aber ich kann das Ding überhaupt nicht anziehen, weil es einfach so schlimm ist, gell?
Genau. Völlig logisch, aber ich habe nicht dran gedacht immer. Ja, ist auch so, weil man immer denkt, ah, ich möchte ja da authentisch sein und so weiter, aber man muss sich trotzdem vorstellen, also mein Rat ist da ganz klar, zieh einfach das an, was du auch in einem Kundentermin anziehen würdest. Oder wenn du zu einem Vortrag gehst oder ne, ein Seminar gibst. Weil das ist genau das Gleiche. Im Endeffekt ist ein Content-Video nichts anderes als ein Kundentermin. Und deswegen zieht man sich am besten einfach auch so an. Und dann ist man schon mal da auf der sicheren Seite. Na, und dann ist halt das, was du auch noch angesprochen hast, unglaublich wichtig, dass man sich so bewusst sein muss, wie der Kameraausschnitt ist. Also wenn man selber Videos dreht, genau, dann bist du meistens nicht mehr zu sehen, als wie jetzt hier bis zur Brust oder wenn ich stehe, bei meinen Image-TV-Videos stehe ich ja dann bis zur Hüfte, bis zur Taille. Und das ist aber ein relativ kleiner Ausschnitt. Und da liegt der Fokus einfach auf ganz anderen Sachen, als wenn man jetzt das gesamte Outfit sieht. Ja, und da muss ich eben dann schon gucken, ist es zu viel Schmuck, ist es zu wenig Schmuck, ist der ganze Hals eben mit dem Schal bedeckt, habe ich jetzt einen Ausschnitt, der irgendwie noch nicht mal mehr im Bildrahmen dann endet. Und das sind einfach so Sachen, die muss ich echt mal vor der Kamera testen. Ich habe gerade an eine Situation gedacht, wo ich so einen Halter-Top, nennt man das auf Deutsch, wo Ja. es nur hier oben kommt und man hat überhaupt nicht die Klamotte gesehen. Man hat na Ja. total nackig ausgesehen, oder? Ja, auch ganz, ganz schwierig. Also das ist auch, No go, no go. ja genau, zu No-Gos kommen wir auch gleich nochmal. Nochmal deine Frage. Dann finde ich es auch immer ganz gut, wenn man einfach schaut, also kein Schmuck ist auch immer schwierig, stelle ich immer wieder fest, weil das oft sehr nackt aussieht, weil da eben auch ganz viel Kopf im Bild ist und dann so ein bisschen Kleidung nur und wenn man dann so nackten Hals hat mit einem größeren Ausschnitt, das ist auch immer ein bisschen uns. Auf der anderen Seite sind natürlich so riesige baumelnde Ohrringe und sowas auch ein bisschen ablenken. Also da muss es so ein bisschen eine Gratwanderung gehen. Aber ich finde auch, man kann zum Beispiel auch dadurch mit einer bestimmten Farbe im Schmuck oder einem bestimmten Schmuckstück, was du immer trägst, auch zum Beispiel so ein Markenzeichen noch setzen. Also man kann das auch sehr gut einsetzen für die eigene Wirkung nochmal. Ne? Dann Farbe ist nochmal so eine Sache. Die ist, also das ist für mich natürlich einer der wichtigsten Kriterien, wo ich hingucke, die sollte einem wirklich stehen, weil eben auch wieder, man sieht das Gesicht sehr und wenn du dann da die Farbe trägst, die dich wirklich irgendwie blass, alt und faltig wirken lässt, ist auch nicht so schön, ne? Und es ist ganz gut, wenn man ein bisschen guckt, was ist im Hintergrund, dass man sich so ein bisschen auch abhebt. Also jetzt so rein weiße Wand mit rein weiß angezogen, dann sieht man irgendwie nur noch Gesicht und so einen Geist. Das sind natürlich auch so Sachen, die man sich ein bisschen vorher überlegen sollte, ne? Und wenn du über diese Farben sprichst auch, also mir ist bewusst geworden, eben anschauen von deinen Live-Coachings, weil du hast einen Teil gemacht, wo du die Farbberatung machst. Also welche Farben stehen dir eigentlich? Genau. Ich glaube, dass die meisten Leute tatsächlich gar nicht wissen unbedingt, welche Farben ihnen stehen. Also ich weiß es nicht. Also ich habe bei manchen Sachen eine Ahnung, okay, die Farbe lässt mich ein bisschen mehr leuchten, aber ich glaube schon, dass ich häufig zur falschen Farbe greife. Ja, leider ist es so, weil es wird einem halt nirgendwo gesagt. Wir lernen das nie. Es ist super spannend und offensichtlich im Endeffekt, wenn man das wirklich mal an sich sieht und weiß, worauf man achten sollte. Und es macht so krass viel aus. Also ich habe teilweise auch Kundinnen, da ändert eine Farbe lang, eine Farbe 10 Jahre im Alter, ja? Also das ist unglaublich, wie schlecht oder wie gut du da drin aussehen kannst. Und ja, das ist natürlich so eine Sache, da muss man sich in den meisten Fällen dann leider doch mal professionelle Hilfe holen, weil das Bauchgefühl ist da, aber die Unsicherheit halt bleibt. Und Total, in total. den Live-Coachings hat man auch gesehen, dass es nicht nur darum geht, möglichst nett auszusehen, sondern dass es sich halt durch das Ganze, durch die ganze Business-Kommunikation zieht. Also dass da ganz, ganz viel noch hinten dran hängt, wenn man da mal in der falschen Richtung ist, leider. Ne? Sehr Genau. spannend, sehr spannend. Wir haben noch ein wichtiges Thema, sind die Muster. Das hast du auch gesagt. Ja. Also das würde ich auch gerne noch ansprechen, weil da fallen super viele weg, leider. Also alles, was so klein gemustert ist, kann man leider gleich raus. Das sind kleine Punkte, kleine Karos, Streifen in fast allen Fällen, wenn sie wirklich Blockstreifen sind. Die Kamera kann das nicht aufnehmen und dann flimmert das extrem und es ist super anstrengend für den Zuschauer dann einfach auch.
Das ist so, das ist so. Das habe ich neulich gesehen, wo ich ein klein gestreiftes Hemd anhatte, nur bei einem normalen Coaching-Tag. Aber selbst in Skype hat es die ganze Zeit geflimmert und Ja, allen Kunden irritiert. ja, Das geht gar ja. nicht. Also ich habe auch manchmal Sachen an, die ich ganz schön finde, die ziehe ich dann ganz schnell wieder aus, weil die vom Muster nicht funktionieren. Also das ist Ja, leider wirklich so. alles klar. Und du wolltest über die No-Gos noch was Ja! sagen. No-Gos sind immer spannend, auf jeden Fall. Also wenn man professionell auftreten will, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn man für sein Business Videos macht, dann möchte man professionell auftreten. Und dann ist es einmal klar, so wie du schon gesagt hast, tiefe Ausschnitte, das ist wirklich schwierig. Und wenn das Sommer ist, dann ist egal, da muss man durch und eine Runde schwitzen. Ich würde sowieso grundsätzlich darauf achten, dass man auf Videos nicht unbedingt die Jahreszeit so sehr auf den ersten Blick erkennen kann. Ne, weil die stehen immer online, und wenn du da dick eingepackt bist und einmal bist du halb nackt, das ist einfach schade um die Aktualität des Contents. Und auch so Sachen wie Trägertops, nackte Arme, also wenig oben an, würde ich niemals machen. Also wirklich am besten wenigstens ein T-Shirt. Na, das sieht einfach nie so wirklich ernstzunehmend aus. Und das heißt grundsätzlich, wenn man professionell auftreten will, nicht, dass man da jetzt im Kostüm sitzen muss. Ja, und selbst der Blazer ist nicht unbedingt ein Muss, wenn man das sonst nie anhat. Aber man muss sich einfach trotzdem überlegen, was überzeugt denn potenzielle Kunden, ja, oder Kooperationspartner, wo sehe ich jetzt wirklich einfach so aus, dass man mich ernst nehmen kann? Und dann ist es, wie gesagt, einfach die Lösung, dass man sagt, okay, wie würde ich rausgehen, wie würde ich zum Termin gehen, und so ziehe ich mich dann da auch an. Sehr, sehr wichtig, ja. Und auch diesen Hinweis mit den Jahreszeiten finde ich ganz, ganz wertvoll. Ich habe ewig gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Ja, wenn du ein Video im Sommer drehst, aber der Content, der hat längerfristigen Wert, über vielleicht Jahre sogar hinweg, und jemand schaltet halt gerade im Winter ein, das sieht einfach total unpassend aus, wenn du im Trägertop dort sitzt oder sonst was, ja. Alles klar, also schon mal so viel zum Outfit und zum Accessoire. Lass uns jetzt in Richtung Kopf gehen. So Kopf umkreisen. Ja. Ich sag dir, wo meine Probleme sind. Es geht um Haare und Make-up, ja? Mhm. Also zum einen, ich bin also ein Hochsteckfriseur-Typ. Das ist irgendwie auch ein wenig mein Markenzeichen. Egal, ob ich hier einen Kurzhaarschnitt habe oder lang, ich stecke es immer hoch. Ich habe aber das Gefühl, das, was ich im Spiegel sehe, wenn ich mich schminke und frisiere, ist nicht das immer, was im Video rüberkommt. Also da merke ich, das ist ein wesentlicher Unterschied. Irgendwie komm. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und das Zweite ist, ich bin schon ein Schminktyp. Also meine Mutter war Friseurin und sie hat mir das Schminken beigebracht. Da war ich so klein und es war irgendwie so ein Familienthema. Ich habe immer meiner Mutter ihre Schminksachen genommen und ich habe Freude an Schminken. Wenn ich allerdings Videos drehe, habe ich entweder das Gefühl, ich versuche ein bisschen mehr drauf zu tun, weil ich habe das Gefühl, Videos schlucken die Farbe. Und teilweise sehe ich mich aber danach und bin zu clownmäßig. Ich habe zu viel aufgetragen oder wiederum zu wenig. Also irgendwo, wie man diesen mittleren Bereich bekommt. Das sind so meine zwei Hauptthemen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, das sind noch grundsätzlich, glaube ich, die Hauptthemen. Da kann ich sehr gerne was dazu sagen. Also lustigerweise ist es irgendwie bei allem so. Also egal, ob wir jetzt wirklich über den Kopf reden oder über das Outfit, dass das, was man in der Kamera sieht, irgendwie was anderes ist, als was man vorher gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich sehr bewusst machen muss. Also dass man nicht davon ausgehen kann, das, was du im Spiegel siehst, passt schon, dann drehe ich los, sondern erst mal in der Kamera checken und dann stylt man sich nochmal um. Und ich kenne das auch, dass ich angefangen habe zu drehen, dann bin ich aufgesprungen, habe mir die Haare gewaschen, neu geföhnt, weil es gar nicht ging. Also, da fallen einfach andere Sachen auf. Ja? Oder bei mir ist es auch so, die liegen ja immer sehr gerade und dann stehen aber diese ganzen kleinen Härchen oben hoch. Ja? Da muss ich dann halt wirklich einfach mit Haarspray rübergehen. Also, das Haarstyling, das muss ziemlich exakt sein. Weil das einfach, weil man auch so sehr ins Gesicht guckt, mit der Kamera extrem auffällt. Also da sollte man auch nicht sagen, oh Gott, na gut, die liegen jetzt halt irgendwie, ne? Und Haare an sich sind sowieso einfach so ein Thema, ne? Wenn die ständig ins Gesicht fallen oder irgendwie überall rumstehen oder abstehen, das ist schwierig. Da muss man wirklich ein bisschen drauf achten, ja. Und auch wenn man, da können wir ja nachher nochmal drüber reden, zum Beispiel mit Greenscreen arbeitet, ist das auch eine ganz schwierige Sache, ne? Dann kannst du es teilweise nicht mehr freistellen, wenn die Haare irgendwie wild durch die Gegend stehen. Also da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben und da gucken. Und die Sache mit dem hochgesteckt oder nicht, das ist natürlich
kann man nicht pauschal so beantworten. Also ich habe sie ja immer offen und meine Frisur gehört genauso zu meinem Wiedererkennungswert wie deine hochgesteckten Haare. Also darf ich auch sagen, vielleicht mal für das entscheiden, was wirklich gut zu einem passt, was man auch auf den Fotos zum Beispiel verwendet und dann einfach dabei bleiben, um einfach auch dieses, aha, da ist sie wieder, diesen Punkt auch auf Ja. den Videos rauszuarbeiten. Ne? Ja. Und, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Thema hast du und welche Kunden sehen das. Ja? Wenn du sehr lange Haare hast und du hast aber zum Beispiel Businesskunden, dann ist es sinnvoll, die zusammenzustecken. Ja? Wenn du da im Bläser sitzt und dann hast du einen riesen Lockenkopf hinten stehen, dann ist es sinnvoll, da mal einen lockeren Knoten zu machen. Also das kommt schon ein bisschen so darauf an, auch an wen richtet man sich, wenn man da spricht. Ja. Also die Haare, die sollten einfach grundsätzlich nicht vom Gesicht ablenken oder am schlimmsten von dem Thema, über das man spricht. Ja. Ja, also wenn man ständig so das Gefühl hat, oh, kann ich mal hier so. Das ist so schlimm. Also bei mir, ich habe das gemerkt, weil ich habe immer diesen Teil, der hier nach vorne geht ein bisschen. Und ich meine, er ist immer im Auge, ne? Und in Videos, dann teilweise geht er nach vorne. Und wenn ich blinke, dann geht er mit. Und dann bin ich da furchtbar. Und ich habe teilweise versucht, irgendwie so streng das nach hinten zu kämmen und zu sprayen, damit das nicht passiert. Aber es sind so Kleinigkeiten, die wirklich auffallen. Das heißt, also was ich gerade mitgenommen habe von deiner Erzählung war, prüfe deine Frisur im Videokamera anstatt im Spiegel und justiere gegebenenfalls nach. Und da müsste man einfach ein bisschen exakter mit Haare umgehen als in alltäglichen Situationen. Und was ich auch mitbekommen habe, und das gefällt mir gut, dieser Wiedererkennungswert, wenn du dich entscheiden kannst für eine Richtung über deine Fotos und Videos und bleib dabei, dass du einfach mal immer wieder eine gewisse Erscheinung hast. Das finde ich sehr sinnvoll. Ja, genau. Und dass sie einfach gepflegt aussehen, ja, das ist ja einfach auch so der Punkt. Wenn man sich auf den Inhalt konzentrieren soll, auf die Professionalität, den Content konzentrieren soll, dann müssen die Haare einfach gepflegt und ordentlich sein, egal welche Frisur das dann am Ende ist. Ja, was ich auch manchmal irritierend finde, aber ich ertappe mich auch dabei, es funktioniert bei mir auch nicht. Du gehst zum Beispiel zu einem Fotografen ins Studio und sie achten auf sowas, oder? Sie kommen immer wieder und machen hier ein Stück runter und schauen, dass du gut aussiehst. Und dann erscheinst du im Video nicht in diesem hochpolierten Look und so wie du wirklich bist. Und dann manchmal denke ich, was ist die Antwort? Einfach weniger hochglänzig bei deinem Foto zu sein, sodass du mehr passend bist zu deinen Videos, wenn du vorhast, ganz viel Online-Videos zu machen. Weil ich finde es wirklich schlimm, wenn diese Dinge nicht wirklich zusammenpassen. Ja, doch ist wirklich was dran. Also würde ich auch aufpassen, wenn man jetzt mit Stylistin, mit Visagistin, mit Fotograf so einen super tollen Image-Tag macht, dann musst du entweder genau wissen, was du ausdrücken willst, wer du bist, was zu dir passt und da genau Anweisungen geben. Die wenigsten können das. Dann wird meistens irgendwas gemacht, auch was sehr stark deren Geschmack entspricht. Also ich weiß, von was ich spreche. Ich habe jahrelang, war jahrelang Visagistin. Dann machst du natürlich einfach, dass es dir gefällt oder was du gut findest. So, und am Ende ist es aber natürlich ein Ergebnis, was nicht unbedingt so ganz typgerecht ist. Und das ist schon, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dann guckst du Videos an und denkst dir so, huh, wer ist denn das jetzt plötzlich, Shocking, ja? it's shocking teilweise, Ja. gell? Ja. Das ist richtig blöd, vor allem wenn es halt dann negativ auffällt, ne? Also, wenn man dann die Videos selber macht, dann wirklich ganz bewusst den Fotografentermin planen, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, und was ist mit diesem Schminkthema? Also, Ja. wie viel Schminke macht Sinn für ein Video? Ja, Schminkthema bei Kamera ist das absolut wichtigste Thema, glaube ich, schlechthin. Einfach deswegen, niemand dreht jemals im Fernsehen ungeschminkt vor die Kamera. Niemand würde jemals einen großen Hollywood-Film drehen und nicht wirklich stundenlang vorher in der Maske sitzen. Also das gibt es nicht. Einfach weil die Kamera wirklich viel Farbe schluckt und viel verändert im Gesicht und man unglaublich fahl und blass und farblos aussieht, wenn man nicht geschminkt ist. Das ist ein bisschen blöd. Also das ist aber leider einfach so und deswegen geht es überhaupt nicht, Make-up wegzulassen, auch wenn du dich jetzt zum Beispiel im Alltag nicht schminken solltest und du willst Videos drehen, dann musst du da leider durch. Du musst dich wirklich schminken. Also das geht nicht anders und es ist noch nicht mal so, dass du dann davon jetzt auch plötzlich ein anderer Mensch bist. Das sieht man nämlich gar nicht so krass an der Kamera. Und
Dann ist natürlich klar, dieses, was ist zu viel und was ist zu wenig, ist schon auch so eine Sache. Also auch da muss man sich ganz klar sein, das, was ich schminke und mir im Spiegel angucke, sieht auf der Kamera dann komplett anders aus. Ja. Einmal ist es schon so, dass man immer ein bisschen mehr machen kann, weil wenn eben diese Farbe weggeschluckt wird, wenn einfach nicht mehr so ganz scharf geguckt wird durch die Kamera, wie jetzt, wenn man sich gegenübersteht, darf es ein bisschen mehr sein. Aber das Problem ist halt, dass es nicht heißt, dass ich jetzt alles doppelt und dreifach dick auftrage, sondern dass ich mir genau überlegen muss, welche Farben nehme ich, also was verstärke ich und was darf eben nicht verstärkt sein. Und im Grunde muss man sich einfach überlegen, was ist denn mein Ziel vor der Kamera? Mein Ziel vor der Kamera ist, frisch und lebendig und motivierend und einfach präsent auszusehen. Und das heißt dann für meine Schminke, dass ich eben gucken muss, was bringt Frische in mein Make-up? Und das ist zum Beispiel das Rouge, was super wichtig ist. Das ist Lippenstift. Also ohne Lippenstift geht es zum Beispiel gar nicht. Auch wenn ich jetzt privat im Alltag trage ich nicht so viel Lippenstift. Vor der Kamera ist das eine ganz andere Nummer. Und das bringt halt einfach schon mal so diese Lebendigkeit, dass man nicht so fahl aussieht. Und da würde ich aber grundsätzlich einfach sagen, jetzt nicht irgendwie den stärksten Lippenstift greifen, den du im Schrank hast, sondern dann nimmst du eine Farbe, die dir gut steht, die gut zu dir passt und die einfach so einen frischen Kick reinbringt, ja? Dass du einfach Farbe auf den Lippen hast, dass es einfach präsenter ist und nicht zu dunkel werden, das ist immer ein bisschen schwierig und das muss nicht so knallig sein wie bei mir, das ist jetzt ja einfach Markenzeichen. Aber einfach da was Lebendiges reinbringen. Und die Augen ist halt dann auch so ein Punkt, da muss man im Endeffekt wieder ein Stück zurückfahren. Also klar schminkt man auch die Augen, aber ich sehe in den meisten Fällen, da wird dann einfach zu viel genommen. Da sind die Augen sind dann zu dunkel, dann hast du zwei so schwarze Ja, Höhlen. also kein Smoky Eyes bei Videos. Kein, auf Das keinen Fall, geht genau, auf keinen Fall Smoky Eyes. Auch diese ganzen dunklen, kühlen Farben funktionieren nicht. Also da lieber irgendwelche Naturtöne nehmen, Wimpern schön stark tuschen. Also da darf es nämlich dann wiederum nicht zu viel sein. Und das ist so ein bisschen so diese Gratwanderung. Und testen, vor der Kamera Vor testen. der Kamera testen. Das ist der Tipp des Tages, glaube ich. Oder ich hab heute auch gedacht, ich setze mich hin und mache diese Lichter an. Hier links und rechts sind Lichter. Und ich habe Ja. mich hier an diesem Tisch geschminkt, weil ich wusste, wir machen die Videos heute. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Tipp vielleicht auch, dass du dich dort an dem Licht schminkst, wo das auch. Was nützt es dir, wenn du dich im Bad schminkst mit einem anderen Licht? Weißt du, was ich meine? Das ist Absolut. irgendwie ist gut, oder? Das ist eine gute Sache, weil eben das Kameralicht, da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber, so viel krasser ist und so viel heller ist. Und mein Badlicht, das ist, kannst du vergessen. Das ist schon richtig ohne Ende. Und da denkt man dann auch, oh, es langt ja. Und dann setzt man sich hin und dann sieht es ganz anders aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also, wir haben Haare und Make-up. Jetzt schauen wir mal, was ich noch habe. Nämlich, eine Sache, die mir aufgefallen ist, relativ schnell bei dir, Annelie, ist, dass du einen so schönen Hintergrund hast. Ja, du hast ein Blümchen da und dein Bild, aber alles wirkt auch trotzdem klar und übersichtlich. Worauf achtest du, wenn du einen solchen Hintergrund gestaltest für Videos? Worauf legst du Wert? Ja, Hintergrund ist ja eins meiner großen Themen. Das ist mir super wichtig. Und das wird in den meisten Kamerafällen einfach gar nicht so beachtet. Und mir ist das auf einmal sehr wichtig. Es gibt ja einfach zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich da filmen, wo ich gerade sitze, also mit dem realen Hintergrund. Oder ich kann eben vom Greenscreen filmen, also diese grüne Wand, die man dann ausblendet. Und dann kann ich ja alle möglichen Hintergründe dahinter legen, ne? Und da Bilder dahinter stellen oder wie auch immer. Ich für mich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag das einfach aus dem Grund nicht, weil erstes Mal ist es ein extrem erhöhter technischer und zeitlicher Aufwand, das dann freizustellen und zu bearbeiten und, und. Aber mein Hauptgrund war, dass ich es einfach sehr künstlich finde. Also es sieht immer so aufgesetzt aus, es ist es ja auch so. Es sieht so unecht aus. Deswegen finde ich das einfach schöner zu sagen, okay. Ich möchte mich ja persönlich authentisch zeigen, also filme ich mich auch in einem echten Hintergrund. Aber da gibt es natürlich klar so ein paar Dinge zu beachten, dass es nicht nach hinten losgeht. Einfach grundsätzlich, der Hintergrund muss ruhig sein, darf nicht von mir ablenken,
was nicht unbedingt langweilig bedeuten muss. Also einfach eine weiße Wand muss es nicht sein. Aber es muss einfach das, was ich hinter mir habe, im besten Fall zu deinem Branding passen. Also ich nutze den Hintergrund einfach gerne, um hier noch mehr. Bei mir geht alles darum, aber das ist ja im Endeffekt der Punkt eines guten Image, auf die eigene Markenbildung und diesen Wiedererkennungswert, den kann ich eben auch im Hintergrund einsetzen. Grundsätzlich im Fokus steht immer die Person. Und dann kann ich mir überlegen, was kann ich jetzt noch in den Platz rechts und links, wie viel Platz ist da, was kann ich da noch hinter mir anbringen. Und da würde ich einfach gucken, was habe ich für ein Thema, ja? Hat das was mit, was weiß ich, was Gesundheit zu tun? Hat es was mit Wasser zu tun? Hat es mit no Natur zu tun? Ist das sehr businesslastig? Es gibt ja so viele Sachen, die das ausdrücken können. Und dann kann ich das einfach nochmal gut im Hintergrund einbringen. Und ich muss natürlich ein bisschen gucken. Also es geht ziemlich schnell, dass es auch zu viel ist. Also so 4, 5 Gegenstände im Hintergrund ist schon zu viel. Dann bin ich schon wieder abgelenkt. Was ich auch ganz oft sehe, ist, dann wird ein Bild aufgehängt, das hat aber dann nichts mit meinen Farben, nichts mit meiner Marke zu tun, das stört dann auch wieder eher. Also das sind so Sachen, das ist ein bisschen schwierig. Unaufgeräumtes Büro ist natürlich klar. Das geht gar nicht, ne? Ha, sehr schön aufgeräumt bei dir, Chili. Was würdest du bei mir verändern, Annelie? Ja, es ist halt immer so die Sache, ne, ob man das machen kann. Ich für mich, ich bin echt faul. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte weder mein Büro immer aufräumen, noch möchte ich meine Kamera, mein ganzes Licht und mein ganzes Setting umräumen. Ich richte mir das eben so ein, dass ich immer meinen festen Hintergrund habe. Hat den Vorteil, dass ich dann nie was dran tun muss. Und den zweiten Vorteil natürlich, dass es immer gleich ist. Egal, wo du mich siehst, ob im Interview oder auf Videos, es ist immer der gleiche Hintergrund. Ich habe mir genau überlegt, was man hinten sehen kann, und dann muss ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen. Ja, und das ist natürlich die einfachste Variante, wenn es irgendwie möglich ist, dass man sagt, okay, man schafft sich so ein Eckchen im Raum, ne, was so ein kleines eigenes Fotostudio dann ist, richtet das ein, indem man sich wirklich überlegt, was würde denn zum Thema passen, zu mir passen, und dann hat man das ein für alle Mal. Und dann sagst du Familie, geh ja nicht in meine Fotoecke. Genau, da bin Finger ich ein weg. bisschen gemein, liebe Kinder. Fotoecke, ja. Sehr gut, sehr gut. Das ist hilfreich. Lass uns über das Thema Licht sprechen, weil da gibt es ganz viele Verwirrungen darüber. Wir haben uns vor kurzem gesehen bei dem Inspirationscamp. Ich glaube, war das in Hamburg oder war das in Bonn? Hamburg. Hamburg, ne? Und ich bin zu einer deiner Workshops gegangen, wo du mit jemand anders zusammen über Videos gesprochen hast, und ein großes Thema war Licht. Und ich hatte wirklich eine Verwirrung, weil ich dachte, ich habe mein Büro sogar renovieren lassen vor kurzem, letztes Jahr im Sommer. Und ich habe überall so Licht von der Decke runterkommen lassen, weil ich dachte, das hilft. Dann habe ich dort gelernt, direktes Licht ist schlecht. Es geht um indirektes Licht. Also was hast du für Tipps hinsichtlich Licht, dass man gut ausgeleuchtet ist, dass all die Mühe, die man gemacht hat mit dem Outfit, mit den Accessoires, Haare, Make-up, dass es wirklich auch zur Geltung kommt? Ja, leider ist, glaube ich, so das Licht die allergrößte Hürde, um Videos zu drehen. Also, es liegt einfach daran, dass die normale Beleuchtung, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, in keinster Weise funktioniert und ausreicht. Das ist leider wirklich so. Und ich erlebe das dann ganz oft, dass dann die Leute probieren, alle Lampen, die im Haus ja zur Verfügung sind, irgendwie in diesen Raum zu tragen und sich irgendwie zu beleuchten. Und es reicht immer noch nicht, weil diese Lampen einfach nicht stark genug sind. Dann hast du unterschiedliche Lichtquellen und dann sind sie unterschiedlich farbig und am Ende kommt da ein riesen Kundenbummel raus, ne? Und das Problem ist einfach grundsätzlich, dass der Raum extrem hell beleuchtet sein muss, damit man ganz klar auf der Kamera zu erkennen ist und ein scharfes Bild hat. Und das schaffen die normalen Lichter nicht. Und was auch leider nicht funktioniert, und das hast du jetzt gemerkt bei dir im Büro, ist, dass wenn das Licht von oben kommt, dann hast du entweder ja Schatten von oben im Gesicht, also dann wirft die Nase Schatten, und du hast die Beleuchtung deswegen noch lange nicht im Gesicht, da wo sie eben hin muss von vorne. Also extra Fotoleuchten müssen leider in jedem Fall sein. Da kommt man überhaupt gar nicht drum rum. Das heißt aber nicht, dass es viel kosten muss. Also ich bin ja grundsätzlich so ein Fan davon. Ich gucke immer, dass ich das irgendwie selber und irgendwie möglichst einfach und möglichst günstig hinbekomme. Und das geht. Man muss dann ein bisschen mehr basteln, ein bisschen kreativer sein, aber es funktioniert. Also ich habe das zum Beispiel so gelöst, dass ich Baustrahler genommen habe. Das sind aber LED-Baustrahler. Das ist ein Riesenunterschied zu den normalen Baustrahlern.
hat den Vorteil, das sind nur 20 Wattlampen. Die normalen haben 500 Watt. Und die werden knalleheiß, die kann man im Raum eigentlich nicht verwenden. Und die LED, die haben so ein richtig schönes weißes Licht, da ist immer nicht irgendwie gelb angestrahlt und die haben 20 € gekostet. Du brauchst immer zwei Lampen, immer eine rechts und eine links, und die müssen immer von vorne dann angestrahlt werden. Problem Nummer zwei ist leider, es bringt jetzt auch nichts, sich dann diese Baustrahler dahin zu stellen, sich anzustrahlen, sondern die müssen indirekt auf dich leuchten. Das heißt, du müsstest eine weiße Wand anstrahlen oder dann, wenn es gar nicht anders geht, die Decke. Muss man gucken, ob das langt. Und das muss auch eine weiße Decke sein, dann natürlich, und eine weiße Wand. Und die reflektiert dann dieses starke Licht zurück und das funktioniert dann gut. Leichter ist es, weil die wenigsten haben diese Möglichkeit, sich eben diese Softboxen zu kaufen. Da habe ich jetzt keine Preise im Kopf. Du hast eine. Ich habe eine hier. Genau, kosten, glaube ich, nicht die Welt. 25 € Na, siehst pro Stück, glaube ich. Und die kommen mit allem drum und dran. du. Genau. Und meistens kauft man zwei. Und ja, ist ganz Ja, gut. zwei brauchst du immer, genau, wieder rechts und links. Und durch diese vorne diese Scheibe, nee, Scheibe ist es ja nicht, diese Stoff, bricht das Licht und dann hast du auch wieder diese indirekte Beleuchtung, dann sieht man wesentlich besser aus. Problem ist einfach bei direkter Beleuchtung, dass es Schatten wirft. Du hast dann hinten zig Schatten, die unschön aussehen, auf dem Licht. Auf dem Gesicht viele Schatten, die unschön aussehen, und das ist auch schwierig. Es gibt noch so eine kleine Hürde, und da muss man ein bisschen tüfteln. Und wenn man jetzt sagt, boah, jetzt habe ich richtig helles Licht, das kann ja gar nichts mehr schief gehen, und du hast es dann relativ nah an dir stehen, weil vielleicht auch der Platz nicht so viel ist, dann verschwimmen die Konturen im Gesicht. Ist mir letztens passiert bei einer Kollegin, wo ich ein Video gedreht habe, und ich sah aus, ungelogen, ich hatte 20 Kilo mehr im Gesicht. Ich hatte das so oft. Ich hatte das so oft. Leute, ich bin dünner als sonst. Nein. Ja, nee, ich kenne Wirklich das. so. Oder du siehst aus wie ein weißer Geist. So, ne? Ja, Das ist, wenn das Licht zu stark und zu nah am Gesicht ist. ja. Also auch Ja. hier musst du dann immer hin und her rutschen, wieder prüfen, wieder rutschen, wieder prüfen. Dann die Höhlen verschieben. Also es ist ein bisschen Tüftelei. Das Aber es ist spricht, machbar. das ist machbar. Und es spricht absolut dafür, das einmal einzustellen. Ja. Und dann immer wieder sich hinzusetzen, wirklich, weil sonst, ich meine, wir haben genügend zu tun, als dass wir das jedes Mal neu aufsetzen müssen, So oder? ist es. Absolut, so ist das. Und wenn du einen sehr hellen, sehr dunklen Hintergrund hast, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, brauchen wir auch nochmal eine hinten. Ein drittes Licht sozusagen, das ist dieses berühmte Three-Point-Lighting sozusagen. Genau. Okay, also Licht schon mal ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu einer der letzten Fragen. Es geht um die Starterausstattung. Und ich möchte dazu was ganz Wichtiges sagen, weil ich hab vor kurzem was haben wir für einen Monat? August? Ja, diesen Monat. Boah, geht der Monat schnell vorbei. Habe ich einige Webinare zum Thema Social Video gehalten. Und das, wo ich immer am meisten Fragen hatte, ist, was brauche ich für eine technische Ausstattung? Und ich möchte es wirklich betonen, ich bin kein technisch versierter Mensch. Also wenn es um Hardware geht, bin ich froh, wenn ich irgendwie einmal ein Mikrofon finde und ich versuche es für mein Leben zu nutzen, damit ich ja nicht nochmal suchen gehen muss. Ich auch. Gell? Und das ist eine gute Nachricht, weil auf der einen Seite, wenn ich es schaffe, wenn Annelie es schafft, wobei wir lieber über Schminke reden würden, auch die Technik hinzubekommen, das heißt, du bekommst es auch hin. Die Kehrseite davon ist, du wirst von uns keine super mega Profi-Technik-Tipps, sondern du wirst echt die einfachsten Technik-Tipps bekommen, die es gibt, oder? Ja, Also, absolut. Also ich. was hast du für eine Starter-Ausstattung, womit du auch vielleicht dein Image-TV machst? Was hast du da gebaut zusammen, Genau, also gestrickt? mir geht das wirklich genauso wie dir, Julia. Ich habe keine Ahnung eigentlich davon. Ich habe mir da einfach vorher mich angelesen und habe überlegt, okay, was ist halt einigermaßen gut und was funktioniert gut, und das ist auch in Ordnung. Also im Endeffekt brauchst du ja nicht viel. Du brauchst eine Kamera, du brauchst ein externes Mikrofon, du brauchst zwei Strahler und das war es ja im Endeffekt, ne? Also ich habe einfach so eine ganz kleine Kamera, die ich auf entweder meinem PC habe oder dann habe ich noch mal einen Ständer, wenn ich stehe. Das ist die Livecam von Microsoft. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal noch eine bessere, aber die funktioniert im Moment ganz gut. Und dann habe ich jetzt noch, das ist bei mir jetzt halt auch ein bisschen speziell, einfach so ein externes Mikro. Das ist hier. Ah, den habe ich auch für mein Mac, gell? Das ist ganz schön. Samsung Meteor heißt er. Meteor, genau.
Das steht neben mir auf dem Tisch. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem, wenn er steht. Deswegen brauchst du meistens ein Ansteckmikro. Ein Lavalier-Mikrofon, gell? Genau, das kostet auch kaum was. Das steckt man sich an und weil das ist natürlich echt ein Problem, sehe ich häufig, wenn du dann die Kamera vorne hast irgendwo und das Mikro der Kamera verwendest, dann hörst du am Ende nichts. Also das geht nicht, ne? Du brauchst auf jeden Fall extra Ton. Und ich finde auch, dass viele Kameras einfach kein gutes Mikro haben. Das ist so, das ist so. Also ich finde auch zwei Lichter, ein externes Mikrofon und ich würde hinzufügen, die Kopfhörer. Und der Grund ist einfach, gerade bei einem Interviewgespräch oder wenn du ein Webinar hast, also Ja. wenn dein Video mit anderen Leuten beinhaltet, dann du willst nicht eine Rückkopplung haben durch ihre Stimme. Das heißt, das wäre ein zusätzliches Muss, wenn du einen Partner hast in deinem Video. Ja, genau. Ja. Ansonsten denke ich, dass die Smartphones mittlerweile auch so gute Videos machen, wenn du da eine Halterung hast, wo das wirklich feststeht. Und ich, also was ich ganz schlimm finde, ist diese Seefahrer. Sachen, das kann man Ja. mal bei Live-Videos machen oder so, aber nicht bei so richtigen Content-Videos. Aber das funktioniert auch gut. Also das passt eigentlich. Und dann brauchst du halt natürlich, das kommt natürlich noch dazu, ein Videoschnittprogramm, dass du dann die zwei Tonspuren wieder übereinander legen kannst. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Also ich bearbeite viel, also nicht vom Bild und vom Ton und so weiter, da mache ich gar nichts bei meinen Videos, aber ich setze natürlich noch so ein paar Special Effects damit rein. Aber was wirklich Basis ist, ist, dass du vorne und hinten abschneidest. Also ich finde das total unschön, wenn man dann so einen riesen Kopf da im Bild hat, der Kopf, ne? Und am Ende das gleiche wieder. Das würde ich wegschneiden. Ja. Und das ist wirklich super einfach. Also es So gibt so ein viel kostenlose Basic. Programme. Ja. Ja. Was nutzt du persönlich für ein Bildbearbeitungstool? Also ich Oder habe Video, Videobearbeitungstool, Entschuldigung. Genau, ich habe Wondershare Filmora, habe ich es irgendwann mal gefunden, kostet irgendwie, ich glaube, $30, war jetzt nicht so viel. Die sind ein bisschen stabiler. Es gibt zum Beispiel für die Windows-PCs Shortcut, heißt das. Ist ein kostenloses Filmprogramm, aber das stürzt ab und zu mal ab. Also, wenn man sehr lange Videos bearbeitet, so wie ich das oft mache, da nervt sich ein bisschen, aber ich nehme auch beide abwechselnd. Also. Okay. Also ich nutze über Jahre Camtasia. Es ist ein etwas teureres Tool, aber wenn du es einmal beziehst für um die 300 €, dann hast du es über Jahre hinweg und Ja. brauchst nicht mal die Updates. Ich sage immer, bleib mir mit den Updates vom Hals, weil wenn ich einmal etwas gelernt habe, will ich eigentlich keine Erneuerungen haben und ich brauche eh nur die Basic-Funktion, aber ich bin so Kann gestrickt. ich. Gut, Annelie, also wir sind am Ende angekommen. Wir werden eventuell auch noch eine Liste von möglichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Also halte die Augen auf für einen Link, gell? Haben wir gesagt. Ja, können wir gerne machen, genau. Sehr gut. Dass man das noch mal schriftlich sieht. Ich wollte nur mal gucken auf meine Notizen, ob ich dich sonst noch fragen wollte, aber ich denke, ich bin am Ende. Gibt es sonst noch was Wichtiges, was du über Erfolgsfaktoren für stilsichere Videos für deine Website sagen möchtest? Doch, es gibt natürlich, man könnte da doch noch ein bisschen drüber reden, klar, wenn man das nicht ewig ausdehnen, aber es gibt noch einen Punkt, den ich tatsächlich noch sagen möchte. Und zwar ist leider auch das, so wie ich normalerweise rede, anders dann im Video. Und das muss man sich auch leider noch mal klar machen, weil viele, die das erste Mal Videos drehen, die sitzen dann da und flüstern da so vor sich hin. So, und es ist ganz langweilig und ganz ruhig und sie machen gar keine Mimik und keine Bewegung. Und du kannst da kaum folgen. Und wenn ich dann, das sind ja meistens auch Kundinnen von mir, die dann kennenlernen auf Skype mit denen rede, dann kommt da so viel Lebendigkeit raus und so viel Emotionen. Und ich denke, boah, wer bist du? Ja, so habe ich dich gar nicht erlebt. Ist total schade, weil du lernst ja erstmal eben jemanden über das Video kennen und dann erlebst du ihn richtig und dann bist du irgendwie auch wieder so, ist das die gleiche Person? Ziemlich schade. Also du musst so ein bisschen wie so ein Schauspieler agieren und extrem viel Mimik und Gestik und Emotionen und auch Lebendigkeit reinlegen und kommst dir teilweise auch ein bisschen übertrieben sogar vor und am Ende wird es ein total nettes Video. Also es ist echt, ich vergleiche das immer wie mit einer Bühne, wenn du da stehst und hast einen riesen Saal, den du füllen musst. Auch wenn du dir vielleicht erstmal blöd vorkommst, weil du ganz alleine in deinem Büro sitzt. Aber ich turn da teilweise rum und ja, und rede richtig laut und lebendig und dann kommt es ganz normal rüber.
weil das sonst wirklich so ein schnarchiges Video wird. Ja, es ist wie, es verschluckt Farbe, es verschluckt Persönlichkeit, es Ja. verschluckt Licht. Also man muss quasi auf allem, was man im Video tut, ein wenig die Lautstärke aufdrehen, das Drehen. Volumen auf erhöhen einfach, dass es dann wieder normalisiert wird, oder? Ja, genau. Es hat einmal so ein bisschen seine anderen Regeln, seine eigenen Regeln, dieses Videodrehen. Wenn man das einmal weiß, dann ist es ja auch kein Ding mehr. Wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, funktioniert das auch. Also dann ist es auch nicht so, dass ich mir jetzt jedes Mal hier irgendwie 3 Stunden Vorbereitungszeit Ja, gönne. Ne? Aber man muss es halt einmal ein bisschen wissen. ja. Das ist so. Und mal die Haare waschen, das ist ganz gut. Das sind immer so die Videotags, wo ich aufstehe und denke, heute muss ich Haare waschen. Heute muss ich Video drehen. Aber es ist so. Das ist so. Das Ja, ist so. das war ein super lustiges Gespräch, Annelie. Ich könnte den ganzen Tag mit dir über gelungene Videos sprechen, die mit deinem Auftritt zu tun haben. Millionen Dank für deine Zeit, für dein Input, für deine Kompetenz. Ich glaube, das wird vielen Menschen, die gerade zugeschaut haben, sehr viel gebracht haben. Und für die Zuschauer und Zuhörerinnen da draußen, traut euch, macht das, probiert es aus. Es wird nicht beim ersten Mal sofort gelingen, aber beim bisschen Ausprobieren und Üben wird es mal zu mal immer besser, oder? Auf jeden Fall. Ja, immer wieder gerne, hat mir riesig Spaß gemacht. Wenn irgendjemand irgendwelche Fragen oder Sorgen oder Nöte hat, sind wir beide ja da. Wo findet man Und dich, Annelies? Sag den Zuhörer und Zuhörerinnen, wo sie dich finden und was sie tun können, wenn sie über deine Arbeit sich informieren möchten, mit dir vielleicht in Kontakt treten wollen. ja, ganz einfach. Also www.annelie-eick.com. Das ist meine Webseite, da findest du den Blog, da gibt es ganz viele Infos. Da findest du den Link zu Image TV mit meinen Videos. Da kannst du auch gleich mal gucken, wie ich das so anstelle. Da findest du immer, wenn es neue Webinare gibt, da ist momentan auch mein Live-Coaching drauf, die 3 Teile, um zu sehen, wie funktioniert denn sowas überhaupt, wie arbeite ich, was bringt das denn überhaupt. Das ist schon auch mal ganz spannend, weil das viele einfach nicht wussten. Das waren Kundenfragen. Und deswegen habe ich das auch mal umgesetzt. Und Facebook findet man mich natürlich. Und gerne einfach über die Kommentare, über E-Mail fragen. Immer Ja, fragen. sehr gut. Immer Ich Fragen. melde mich auf jeden Fall. Super schön. Herzlichen, herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.